Rund 150 Menschen versammelten sich am vergangenen Samstag vor dem Rathaus in Münster, um ihren Ärger über die derzeitige Situation im Hansaviertel auszudrücken. Im Fokus der Proteste steht vor allem das von der Firma Strothmann geplante E-Center auf dem ehemaligen Gelände der Post. Wir sind hier heute, weil wir gegen das Hafencenter kämpfen, weil wir für bezahlbaren Wohnraum kämpfen und mehr Grün im Viertel. Wir wollen keine Verdrängung. Die Veranstaltung ist ein Bündnis aus den Jusos, Kaktus, SDS, Gewerkschaftliche Hochschulgruppe und die Nachbarschaftsinitiative Platanpower. Im Viertel herrscht Angst vor Verdrängung aufgrund vieler negativer Erfahrungen in den letzten Jahren. Erst kürzlich wurden gegen den Willen der Anwohnerschaft zwei Platanen auf dem Hansaring gefällt. Und mit dieser Aktion wollen wir Druck auf die Politik aussetzen, sich das genau anzuschauen und wirklich dazu zu stehen und zu sagen, wenn es nicht funktioniert, dass man das nicht eröffnen darf. Die Anliegen der Demonstrierenden sind breit gestreut. Neben der Forderung nach mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch die Bürgerinnen und Bürger sind vor allem bezahlbarer Wohnraum und das erhöhte Verkehrsaufkommen ein Dauerthema. Das Verkehrsproblem ist allgegenwärtig und das ist der Grund, weshalb wir heute hier sind. Der Bau des Hafencenters schreitet ungeachtet der Proteste weiter voran. Die Protestierenden zeigen sich trotzdem kämpferisch. Wir rufen nach Veränderung! Wer braucht dieses Hafencenter? Wäre einfach total schade, wenn da ein riesen Shoppingcenter hingehört, weil wir haben genug Einkaufsmöglichkeiten. Wir brauchen das nicht. Alles wird schicker, gigantischer und vor allem teurer. Für die Organisatoren steht fest, für die Zukunft sind weitere Protestaktionen geplant. Eine Stadt von unten heißt gegen das Hafencenter kämpfen. Also wir werden die Politik weiter beobachten und gegebenenfalls uns nochmal treffen, neue Aktionen planen. Wir sind ganz klar noch zusammen und arbeiten auch noch weiter zusammen.